Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Near Replicant. Beim letzten Mal haben wir die B-Route mit der großen Backstory von Kaine begonnen. Das wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir so viel lesen müssen. Also falls euch das nicht gefallen hat, wenn ich eine ganze Folge nur mit Vorlesen verbracht habe, das war's jetzt damit. Keine Sorge. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Kern des zweiten Durchgangs anfangen, habe ich gerade schon gesehen, dass es hier jetzt das neue Feature gibt. Also, in Anführungszeichen neu. Wir haben ja auf dem Title Screen wurde ja dann erwähnt, nach dem ersten Durchgang, dass wir jetzt etwas freigeschaltet haben. Und das finden wir jetzt hier. It's Mom's Diary. I have not heard you speak much about your mother. She got the Black Scroll and died when I was little. My apologies for bringing it up. It's all right. I can barely remember her face anymore. This is the only thing I have left of her. Hättest du mal ein Gemälde von ihr gemalt, ha? Reading it helps remind me of when we were still a family. I see. But the final entries get a little strange. In what way? Well, here, take a look. Also ja, so richtig neu ist das nicht. Das war ursprünglich mal ein DLC. Das ist jetzt halt im Hauptspiel mit drin, was ich nett finde. Ich kenne das also auch tatsächlich nicht, das habe ich nie gemacht. Das ist aber auch eigentlich nur, soweit ich weiß, so eine Art Kampfarena oder so. Es hat jetzt keine große Story-Relevanz, aber ich dachte, wir gucken uns das trotzdem mal gemeinsam an, auf jeden Fall. Ich habe einen Brief von Emil bekommen. Er sagt, du siehst super stark und sehr, sehr cool. Ich glaube, das war neu, der Eintrag. Can you not hear me? Wie sehen wir denn plötzlich aus, ha? Why are you standing about like a slack-jawed ninny? Sorry. Felt like I was dreaming or something. Der Voice Actor ist doch da. Come now. There's the door. Right. Let's go. Ich mag den Voice Actor sehr gerne. Der ist sehr, sehr toll. Ich habe ihn sehr vermisst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist doch der Voice Actor von zum Beispiel Sojiro aus Persona 5. Ja, ist okay. Ich kann gerne jetzt kämpfen. Ich bin bereit, deswegen bin ich hier und so. Schön, seine Stimme noch ein bisschen gehört zu haben. Boah, direkt krasse Musik. Dies ist die Welt der wiederverwendeten Gefäße. Was auch immer. Das habe ich jetzt richtig gelesen, weil ich mich verlesen habe. Verdammt. Gut. Ja, es sind einfach nur ein paar quasi geremixte Orte jetzt anscheinend mit Gegnern. Vor allem auch Fledermäuse. Fledermäuse ist auch so ein Gegnertyp, den wir einmal im Spiel, glaube ich, an einer Stelle gibt es die. Kleine Schatten. Ist natürlich eigentlich ganz gut so als Möglichkeit vielleicht, um ein paar Kämpfe zu schaffen, die sonst im Spiel, im Kontext des Spiels nicht so viel Sinn ergeben hätten. Einfach irgendwelche Gegner zusammenwerfen für mich jetzt. Habe ich also gar nichts gegen unbedingt. Wir machen so viel Schaden. Habe ich schon mal erwähnt, dass man übrigens Waffen upgraden kann, ne? Habe ich schon mal erwähnt. Habe ich schon mal erwähnt, dass das unnötig ist? Ihr seht warum, glaube ich. Die Waffe ist so stark. Es hört sich halt eher nach, also es ist geremixte Musik auf jeden Fall aus dem Spiel, aber es hört sich fast ein bisschen mehr nach dem Drakengard 3 Soundtrack gerade an. Da gibt es auch sehr viel Musik, die so in die Richtung klingt. Vor allem halt die Boss-Themes, die haben auch immer so sehr elektronisch verzerrten Gesang. Deswegen, ja, hört sich das gerade ein bisschen wie Drakengard-Musik, finde ich, an. Oh Gott, das ist einfach nur. Okay, da sind wir aber gleich unten. Ich bin gleich unten angekommen. Solange es kein, ja, ewiges Treppenhaus ist, das immer sich wieder wiederholt, bevor ich unten angekommen bin. Ne, ich glaube, wir sind am Ende. Gleich. Ist aber auch interessant, dass wir am Anfang mit Fledermäusen angefangen haben und seitdem sind einfach nur noch diese komischen Standardviecher hier. Hallo, kommt schon? Was kommt da? Oh nein, oh no, oh no, no. Ah, das sind wieder Fledermäuse, ich habe mich gerade beschwert, ha? Und die treffe ich nicht. Komm schon. Danke. Und du noch. Kann aber auch nie runter, ne? Das ist quasi ein komplett neues Gebiet hier unten. Das ist komplett frei zu erkunden jetzt. Okay, ja, du hältst nicht viel aus. Du bist nicht sonderlich gefährlich. Oh mein Gott! Habe ich schon mal erwähnt, dass man Waffen upgraden kann in diesem Spiel? Oh wow, das folgende Gegenstand erhalten: Arzneikraut mal 3. Krass! Aber ja, ich habe fast das Gefühl, dass das hier alles noch ein bisschen schwieriger wird, nach und nach. Jetzt, und ich dann immer krassere Belohnungen bekomme, einfach. Die Runenpest, ein verlorenes Schicksal, ein weißes Buch, eine falsche Wahrheit. Was ist denn hier jetzt? Ach, das ist bei, ja, Emils Anwesen. Ja, kennt man gar nicht so direkt, ne? In dieser ganz anderen Farbgebung.
Oh, was ist das für ein komischer Effekt einfach in der Umgebung? Das ist nicht einfach nur eine andere Farbe, das ist ja auch wirklich hier... Das sieht komplett kaputt einfach aus. Das soll halt irgendwie quasi wie ein Traum, denke ich, aussehen, ne? Oder sowas in die Richtung. Weiß ich nicht. Also so würde ich mir das auch ganz gut vorstellen, wenn man jetzt die Sachen aus dem Märchenwald oder so übernommen hätte ins Spiel als richtige Gameplay-Passage, was ich, wie gesagt, blöd gefunden hätte. Aber wenn, hätte ich mir gut vorstellen können, dass das so ungefähr designt worden wäre. Jetzt nicht unbedingt mit dieser Farbgebung, aber vom Prinzip her halt, dass es alles ein bisschen komisch aussieht. Hätte auf jeden Fall gut zu gepasst. Ich glaube, wirklich bekomme ich noch eine sinnvollere Belohnung als Arzneikräuter auf Dauer. Aber vielleicht bekomme ich die auch eher, damit ich ja genug Arzneikräuter für den Kampf hier habe, zwischendurch, um mich zu heilen. Ich habe ja auch gar nicht so viele Sachen. Ich habe ja ziemlich viel beim Finale verschwendet erstmal. Ups. Vielleicht hätte ich mich besser vorbereiten sollen hier drauf. Ich konnte auch gar nicht einschätzen, was genau hier wird. Aber das gefällt mir gerade ganz gut mit diesen, Schatten, die einfach diese Kreise aus Kugeln bilden, wo ich dann rüberspringen muss. Und das ist schon ein bisschen absurder. Aber zum Glück kann man halt die meisten Kugeln zerstechen. Einfach. So. Und das war's hiermit. Und noch mehr Arzneikräuter. Ja, ich bekomme die wohl einfach jetzt hier zwischendurch, damit ich mich mal heilen kann. Dafür ist es wahrscheinlich eher da als eine richtige Belohnung. Soldaten aus Salz rufen den weißen Tod herbei. Sie sind die Legion und sie haben die Welt in die Finsternis gestürzt. Ja genau, Legion. Legion heißen die ursprünglichen, ja, Schatten quasi. Also die damals so um 2050 herum ihr Unwesen getrieben haben. Die von der White Clonation Syndrome herbeigerufen wurden. Die sind die Legion. Und die Legion sollten die Replikanten bekämpfen. Und erst als sie bekämpft wurden, sollten dann die Gestalten wieder zurückvereinigt werden mit den Replikanten. Genau. Okay, also ist hier doch tatsächlich ein bisschen Story drin. Also, ne, nicht richtig, aber halt zumindest mit so ein paar kleinen einzelnen Sätzen zwischendurch. Ist so eigentlich ganz nett. Vielleicht ist das ja alles nochmal eine gute Gelegenheit nebenbei, um über Kaines Outfits zu reden. Da bin ich beim letzten Mal nicht mehr zu gekommen, weil der Part dann doch schon etwas lang war. Ich würde sagen, also der Kerngrund, den die meisten als Grund nennen, ist, dass sie halt, ja, als Kind nicht so wirklich als Mädchen anerkannt wurde, obwohl sie sich selbst so sieht und obwohl sie selbst als Mädchen leben möchte und deswegen ja sehr in ein sehr extremes übergeschwappt ist, um jeden auf dem ersten Blick eindeutig zu machen, dass sie halt weiblich ist, dass sie auch so betrachtet werden will und als nichts irgendwie anderes und deswegen ja halt alles von ihrem Körper ein bisschen der Welt präsentiert. Das ist so die Kernbegründung dahinter, auch wenn es absurd und lächerlich ist natürlich das Outfit weiterhin. Aber sie ist halt auch einfach ein sehr absurder und lächerlicher Charakter im Inneren. Also keine Ahnung. Nicht in dem Sinne, jetzt nicht in beleidigenden Sinne, sondern einfach keine Ahnung. Sie hat auch viel von ihrer Großmutter einfach aufgenommen, dass sie halt nicht so ein bisschen beleidigend wurde, sondern halt sehr, sehr extrem beleidigend wurde. Und dann hat sie halt auch mitgenommen einfach, dass sie sich mehr als Frau präsentieren muss. Und das hat sie dann auch einfach ins sehr Extreme übernommen quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, ihre Großmutter hat jetzt auch nicht so krass beleidigt, wie keine es jetzt tut. Sie hat das von ihrer Großmutter aufgenommen und dann... Oh, ich habe ein Einhandschwert davon erhalten. Oh, ich bekomme hier Waffen. Wahrscheinlich brauche ich die Waffen dann auch, tatsächlich. Und noch mehr Arzneikräuter. Ja. Das heißt, sie übernimmt so Sachen, die sie von ihrer Großmutter vielleicht irgendwie gelernt hat, aber vervielfacht sie in ihrem Kopf und denkt, dass es noch viel mehr davon braucht. Ja, ich habe gerade keine besseren Worte dafür, aber das ist so der eine Kerngrund, den die meisten als den Grund sehen. Ich finde, es gibt auch tatsächlich noch einen anderen Grund, der, finde ich, viel offensichtlicher ist, auch noch, ganz nebenbei. Und ich denke, das ist beides halt so, weil es wird ja nie offiziell erwähnt, warum das ihr Outfit ist eigentlich. Deswegen kann man die, finde ich, eigentlich beide ganz gut kombinieren, dass beides irgendwie da so ein bisschen mit reinspielt. Denn ein anderer offensichtlicher Grund ist natürlich, dass sie trägt ja ein paar Bandagen an den Stellen, die auch von Tyrion übernommen wurden, ne? Also ihren linken Arm hat sie ja zum Beispiel komplett einbandagiert. Und ich würde halt behaupten einfach, dass auch einfach ein Aspekt davon ist, dass sie... Ah, ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich hier gegen kämpfe, vernünftig. Ah, das, oh nein, das ist der Gegner! Das ist der Gegner aus dem Keller des Anwesens, den ich mochte, nur diesmal in 3D. Nicht mehr von oben gesehen. Den habe ich noch nie so gesehen, glaube ich. Zumindest konnte ich mich nicht daran erinnern, ihn jemals so gesehen zu haben. Habe ich jetzt schon keine Lust drauf.
Oh, da habe ich ja noch eine ganze Menge. Wow, dann nehme ich die doch auch. Ja, jedenfalls das, die Stellen, die ja von ihrem, die nicht von Kleidung bedeckt sind, da kommt Sonnenlicht drauf. Und Schatten sind schwach gegen Sonnenlicht, die können nicht im Sonnenlicht bleiben. Das haben wir auch gesehen jetzt beim ersten Ende, dass Yona, die Gestalt, die unsere Yona, den Replikanten übernommen hat, wieder den Körper sich zurückgenommen hat, aus dem Körper entweichen konnte, als sie sich zum Fenster gestellt hat, weil da das Sonnenlicht war. Und ja, ich denke halt, dass auch einfach die Freizügigkeit ihres Outfits auch zu einem großen Teil einfach dafür da ist, dass sie ja verhindern möchte, dass Tyrion sich weiter durch ihren Körper ausbreiten kann, weil da halt zu viel Sonnenlicht drauf scheint, quasi. Aber ist es beides nicht richtig, wird ja beides nicht wirklich direkt genannt irgendwo als Erklärung. Die schwarze Krankheit befleckt die Zukunft. Sie ziehen los, um die seelenlosen Gefäße zurückzukehren. Oh, oh, was ist das denn hier? Wo bin ich denn jetzt? Was ist das für eine Perspektive auch? Ach, das ist in Fassad. Jamron Passage an der Seite. Ah, krass. Also nicht in Fassad, sondern im Öltempel natürlich. Ja, das, ich finde halt jedenfalls, dass man sich die beiden Gründe ganz gut kombinieren kann, einfach selbst aussuchen kann, was man dafür irgendwie als sinnvoll erachtet. Und vielleicht hat man da auch noch eine andere sinnvolle Begründung. Oder man nimmt einfach an, dass es Fanservice ist. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist aber ein neues Gebiet hier. Also, einmal ganz kurz, warte mal. Ja, sind schon voll, dachte ich mir nämlich. Das ist nicht so, wie es beim ersten Mal war. Die Run-Passage. Oh, bekommen wir vielleicht echt noch neue Passagen? Teilweise also zumindest ein bisschen veränderte Abschnitte. So, hier, das hatte ich erklärt, ne? Bei den Gegnern, die blocken, nutze ich das jetzt mal ganz gerne, weil ich dann kurz abgelenkt und man richtig ordentlich dann draufhauen kann währenddessen. Ja, also das ist halt gar kein Problem mehr, dass die blocken. Das finde ich so die sinnvollste Möglichkeit, um gegen die zu kämpfen. Ja, ich will die erstmal noch besiegen. Ich will die noch besiegen. Bitte. Danke. Und was macht ihr da hinten schon? Mensch, ach, du bist nur einer. Das war ganz schön viele Kugeln für einen Gegner. Oh ja, das sind auf jeden Fall neue Jump'n'Run-Passagen hier. Das ist cool, das ist sehr, sehr nett. Also ja, je nachdem, wie lange das hier geht heute, könnt ihr euch vielleicht darauf gefasst machen, dass es heute gar keine richtige Story geben wird. Also wenn euch Kämpfe nicht so interessieren, kann es sein, dass ihr... ich würde am besten mal empfehlen, guckt vielleicht lieber nach, spult vielleicht lieber vor, ob später noch was passiert, falls euch nicht interessiert. Aber an sich ist es sehr wahrscheinlich, dass wir tatsächlich erst dann im nächsten Part mit der eigentlichen Story der zweiten Route anfangen. Nein, wo fange ich wieder an? Ich hoffe, das war ein Checkpoint natürlich. Ja. Boah, ich bin so schlecht darin. Oh mein Gott. Ich bin jetzt mal ein Partner-Code. Ich bekomme ja hinterhergeworfen hier jetzt gerade. Boah, es wird auch nicht leichter hier. Aber das ist richtig cool. Davon hätte es mal ein Hauptspiel mehr geben sollen, wenn sie schon Platforming einbauen. Doch bitte richtige Platforming-Passagen, die man irgendwie ernst nehmen kann. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das macht richtig Spaß. Oh ja, okay. Du. So, aber meine Vier-Gedrückt-Halt-Taktik ist immer noch viel zu OP für alle Gegner, die es gibt auf dieser Welt. Ja, okay, das war's dann wohl hier erstmal. Das war ein richtig cooler Abschnitt. Was ist das? Du hast das Outfit Kabuki erhalten. Ein Outfit habe ich auch erhalten, neues. Und 1000 Erfahrungspunkte. Okay, das habe ich noch nie irgendwo gelesen, dieses Spiel. Weil es bei Quests halt nie gab. Und mehr Arzneikräuter. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's mit diesem Abschnitt zumindest. Aha. Kommt jetzt noch mehr, aber. Genau, jetzt ist die zweite Tür aufgenommen. Dann denke ich mal, es gibt 3 Türen insgesamt. Ja, meinetwegen können wir weitermachen mit der zweiten Tür. Es könnte schwer sein, deine Seelenstufe ist 28 oder höher. Oh, einen Moment. 27. Okay, ich würde sagen, wir machen die zweite Tür noch heute. Und die dritte Tür heben wir uns dann auch für später. Weil, komm, 28, 27, das schaffen wir. Aber die dritte Tür ist dann wahrscheinlich auf einer noch höheren Stufe. Aber das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil die meisten Sachen ab jetzt werden im Hauptspiel nur noch leichter und leichter. Das ist gut, dass es hier noch ein paar Herausforderungen so gibt. Zumindest die Apokalypse hat die Welt entzweit. Die einen kennen keinen Tag, die anderen haben nie die Nacht gesehen. Oh, das wird ja auch angesprochen. Nochmal ein bisschen. Ich finde die kleinen Texte schon ganz schön. Also die meisten haben wahrscheinlich für Leute, die sich jetzt nicht so gut mit der Lore auskennen, überhaupt gar keine Bedeutung, aber... keine Ahnung, ich finde das ganz cool irgendwie. Oh no. Magie spucken, Fledermaus ist verboten, es tut mir leid. Ich höre auf, Magie zu spucken. Oh, aber das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. So was Ähnliches gibt es auch. Geschützte Schildkröte, ich darf dich verblocken.
was Ähnliches gibt es auch in Nier Automata. Da gibt es auch ein DLC mit Arenen und da gibt es auch eine Arena, die ja da halt im neuen Fassad sich befindet. Und da darf man halt auch immer bestimmte Sachen in jeder Runde nicht machen. Heute fühle ich mich großartig. Kein Husten, kein Fieber. Aufgepasst, Welt, denn heute geht Yona zum Spielen raus. Wow, das ist ja so süß. Okay, es gibt auf jeden Fall neue davon. Schwarz und Weiß, 13 Pakte. Die Gestalte der Gefäße schweben durch Zeit und Raum. Ja, ich glaube, das spielt auf die 13 Bücher an. Ja, es gibt insgesamt eigentlich 13 dieser Bücher. Da gibt es auch eine Kurzgeschichte dazu. Wo man erfährt, wie, ja, Weiß so Noir und wir haben ja auch Rubrum getroffen, das war der, den wir in Emils Keller bekämpft haben. Oder nee, Keller war es ja gar nicht. Ihr wisst, wo ich meine jedenfalls, ne? Das war Rubrum und dann gab es halt noch 10 weitere tatsächlich, die man jetzt im Spiel nicht gesehen hat. Aber die gibt es halt eigentlich. Da hat man gesehen, wie die erschaffen wurden. Die wurden auch aus Menschen erschaffen, die dann. Ich habe gesagt, ich will nicht über Kurzgeschichten reden, weil ich Angst habe, dass die noch auftauchen irgendwann im Spiel, ne? Aber naja, okay, wir hoffen einfach mal nicht. Ich gehe ja nicht so sehr ins Detail, vielleicht könnt ihr es auch sonst auch einfach selbst durchlesen irgendwann. Aber ja, die wurden jedenfalls auch aus Menschen geschaffen, die sich da gegenseitig bekämpfen mussten mit ihren Büchern, bevor sie dann in diese Bücher absorbiert wurden, quasi. Wie auch immer genau das funktioniert. Geben wir wirklich mal einen größeren Abschnitt, so ein bisschen zumindest. Ich hoffe, dass ich mich hier nicht verlaufen kann oder so, zumindest. Das fände ich blöd. Ja, aber das ist für meine Stufe auf jeden Fall machbar hier, dieser Abschnitt. Möchte ich doch behaupten. So. Weg mit dir. Sehr gut. Okay, ja, das sieht nach dem letzten Raum aus. Was kommt jetzt hier, hä? Ja, weiß. Ist okay. Kann ich noch mit leben. Und heute wahrscheinlich euch auch mal noch ein größeres Vieh. Aber interessant, dass ja auch Schatten jetzt sind, ne? Eigentlich hätte ich jetzt hier damit gerechnet, dass wir wieder gegen Roboter kämpfen. Wenn wir schon in diesem Schrotthaufen wieder gelandet sind. Oh, der ist ein bisschen gerüstet hier. Oh Gott. Ja, okay, aber es ist schon nicht leicht. Ist es schon nicht leicht gerade. Durch einmal. So, und der letzte noch. Okay. Und noch was? Was Größeres, wie gesagt, vielleicht? Oh ne, okay, wir gehen einfach direkt zum nächsten Abschnitt. Schade. Aber hey, bekomme ich sogar noch mehr Herzen, aber einfach 5 Stück pro Runde. Ja, mein Gott. Muss ich mir eigentlich keine Sorgen um Heilung machen. Das Lied der Menschen ist versiegt. Dessen gibt es nun den Schrei von etwas Unmenschlichem. Okay, ah, hier sind wieder Roboter. Sehr schön, auf die habe ich gewartet. Eigentlich nicht, dass ich sie sonderlich gerne mag als Gegner, aber na, ist auch irgendwie blöd, wenn ich hier schon bin. Dann soll es auch wieder andere Gegner geben. Ich denke, das hat nur Schatten. Und das eine Mal Fledermäuse aus irgendeinem Grund. Was ist eigentlich das hier drumherum gerade? War das schon immer hier? Also, dass diese blitzenden Kontrolltürme, keine Ahnung, was das sein soll. Habe ich vorher noch nie bemerkt, wenn die da waren. Zumindest haben sie vorher nicht geblitzt, glaube ich. Okay, die sind jetzt gerade wirklich nicht so gefährlich, ne? Die haben auch weniger gefährliche Projektile und sowas. Und halten einfach nicht sonderlich viel aus. Ach, warte mal, ich habe gerade auch gar nicht drüber nachgedacht. Einen Moment. Dass. Als ich hier das hier ausgewählt habe und mir die Stufe gezeigt wurde, das wurde als Seelenstufe bezeichnet, oder? Wurde das so genannt? Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, aber habe ich auch einfach so hingenommen. Aber es ist auch ein sehr interessanter Ausdruck, weil wir eigentlich keine Seele haben. Also faktisch gesehen. Wir sind die Replikanten ohne die Seele, in die die Seelen wieder zurückkehren sollten. Muss ich mal beim nächsten Mal gucken. Bei der nächsten Tür auf jeden Fall. Ob das wirklich Seelenstufe genannt wurde oder ob ich mir das gerade irgendwie einrede aus irgendeinem Grund. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Bezeichnung dann, wenn dem so ist. Gut. Okay, das wären jetzt noch ein paar mehr hier von den fliegenden Viechern vor allem. Warte mal, wir machen. Gibt es da irgendwas Sinnvolleres für? Keine Ahnung. Schottlanze vielleicht. Exekution. Oder war da Dunkles von Thomas auch? Genau, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich glaube, das könnte hilfreich sein. Jetzt muss ich nämlich das hier machen und jetzt sollte ich die alle einfach alle umbringen. Na gut, tot sind sie nicht.
Aber hey, es war ein Versuch wert. Noch ein bisschen mit dem Kreisel. Ja, mit dem Kreisel auch ein bisschen aufräumen hier nebenbei. Bei so großen Gegnern war es eigentlich immer ganz angenehm. Mit dir und weg mit dir. Gut. Was ist das oder taucht hier noch was Größeres auf? Ha? Komm schon. Nein, okay, gut. Weiß nicht. Zweihandschwert, Narrenklage. Okay, wir hatten hier jedes Mal jetzt wahrscheinlich eine Waffe und dann noch ein Kostüm anscheinend. Ja. Stört mich nicht. Nehme ich gerne so an. Aber ja, dann gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich jetzt auch machen müssen. Der Himmel stürzt mit dem Drachen herab. An diesem Tag endet die Welt. Aha. Was? Wo sind wir jetzt? Hä? Auf dem Basketballplatz? Wo ist das? Okay, das ist komplett neu, oder? Das ist doch einfach... Ja, irgendwo in der Großstadt, ne? Ist das da hinten? Ach, das da hinten ist, glaube ich, das Schloss vom Schattenlord. Ha, okay. Wir sind wo ganz anders jetzt gelandet. Ach, ich habe ja gar keine Lanze ausgerüstet. Ja, ich Vollidiot. Ja, ich gehe wieder zurück zur Lanze. Ich mag die Lanze. Eigentlich ganz gerne. So. Ich bin lieber gespannt, ob wir noch, was wir noch so an Orten hier zu Gesicht bekommen, die vielleicht ganz neu sind. Könnte jetzt auch das letzte schon sein. Ich meine, das war ja beim letzten Mal auch so, dass ich glaube, dass wir, glaube ich, die Waffe bekommen haben. Danach kam ein Abschnitt, der komplett neu war. Also das mit, ja, das in dem Öltempel mit dem Jump'n'Run und so. Und dann haben wir noch das Kostüm bekommen und es war vorbei. Also ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es hier wieder das Finale ist. Und dass es immer zum Abschluss noch einen komplett neuen Abschnitt gibt. Das finde ich sehr, sehr cool. Zumindest das. Das ist halt ein bisschen, ja, geremixtes Gedöns, was wir schon kennen an sich. Aber was jetzt halt noch ein bisschen anders geschaltet wurde und so. Gott, die halten echt viel aus, die Viecher. Dann nehme ich vielleicht nochmal eine Stärke-Kapsel für. Ja, auf jeden Fall, das lohnt sich sehr. Oh, sehr lohnt sich das. Die sind so schnell weg jetzt plötzlich. Komm schon. Ah ja, schön. Ja, eigentlich muss man das auch dafür mehr nutzen. Einfach das nach hinten, hinter die Gegner dodgen, damit man die dann von hinten angreifen kann, schnell. Oh Mann. Sehr schön. Aber es hört nicht auf, es hört noch nicht auf. Boah, die haben jetzt auch, sind auch ganz schön krass gepanzert hier. Was zur Hölle hast du denn an? Kann man da wirklich gar nicht mehr durchbrechen. Außer vielleicht mit einer Lanze. Oder ein paar Lanzen. Ah, nee. Eher mäßig hilfreich auch. Warte mal, ich versuche nochmal das hier zu machen. Ah ja, man kann vielleicht ein bisschen, nachdem er angegriffen hat, dann ein bisschen angreifen und blockt er nicht mehr kurzzeitig. Ja, und langsam werde ich auch seine Rüstung los. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr cool eigentlich, dass die Gegner die Rüstung haben, dass man die Rüstung langsam abschlagen kann und dann wirklich auch mehr Schaden bekommt, sobald die Rüstungen langsam weg sind. Das gibt es auch in wenigen Spielen, habe ich das Gefühl. Sowas in die Richtung. So, das war's natürlich noch nicht, ja? Oh, noch einer von dir, wirklich? Komm schon. Lass das bitte den letzten gewesen sein. Der Fall weggehen würde, danke. War's das? Bitte. Gott, das war anstrengend. Das war richtig, richtig anstrengend, dieses Gegner. Oh, es kommt auch noch was. Oder komme ich einfach kein Kostüm? Das könnte ich auch sein. Der Puppenpriester sammelt die mit Flüchen belegten Gebete ein und poliert die Gefäße. Was? Von redest du? Was? Hä? Kämpfen wir jetzt auf dem Fluss? Wir kämpfen jetzt auf dem Fluss? Es ist ein Ego-Shooter. Es ist ein Rail-Shooter, guys. Nier ist jetzt ein Rail-Shooter. Ich liebe dieses Spiel so sehr manchmal. Das ist unglaublich. Komm schon, mehr Gegner bitte. Das ist ja wohl so gut. Ich meine, die sind noch aktuell nicht gefährlich oder so. Ich weiß nicht, ob die noch gefährlicher werden, ob die dann noch irgendwas Krasses machen gleich, aber... Das ist ja schon mal so eine gute Idee, einfach das Floß dafür zu nutzen. Um mal eben einen Rail-Shooter daraus zu machen. Weil wir eh schon jedes Genre-Rail-Spiel haben.
Und hinten ist ein Wildschwein. Okay, jetzt werden langsam wirklich stärkere Gegner hier ein bisschen. Da hinten ist einfach ein Wildschwein jetzt. Weil was auch sonst, ne? Oh ja, das ist ein Tank. Das ist ein ordentlicher Tank. Kann ich auch andere? Ich kann auch andere Angriffe verwenden. Klar, warum auch nicht? Okay, und damit haben wir jetzt eine Runde gedreht. Was ist das? Das ist... Es ist ja schade, dass die Gegner wirklich nicht angegriffen haben, weil das war jetzt wirklich keine... Oh, da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Nein! Der kann nicht überleben. Der darf nicht davonkommen. Oh nein! Oh ja, ich glaube, das war's. Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass es jetzt keine wirkliche Herausforderung war. Es war irgendwie mehr so zum Spaß, irgendwie, um das irgendwie einzubauen. Keine Ahnung. Aber es ist trotzdem eine unfassbar coole Idee. Finde ich sehr, sehr schön, dass es drin ist. 4000 Erfahrungspunkte auch dafür. Genesungstränke, 10.000 Goldstücke dafür. Ja, da werde ich ordentlich mit Stuff beworfen, würde ich sagen. Dafür, dass ich mich dadurch geschlagen habe, ein bisschen. So, und dann gibt es noch eine dritte Tür. Genau, dachte ich mir doch, ja, das ist dann wahrscheinlich die letzte. Ich möchte nur ganz kurz gucken. 33 oder höher sollte ich sein, in Ordnung. Und ja, Seelenstufe. Ich weiß nicht, warum es Seelenstufe heißt. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Aber da gehe ich noch nicht rein. Tatsächlich, da kehren wir dann nochmal hin zurück. Ein bisschen später. Dann würde ich sagen, machen wir heute vielleicht wirklich noch den ersten kleinen Abschnitt des zweiten Durchgangs. Und das wäre dann natürlich wieder der verschollene Schrein. Wie gesagt, da müssen wir sehr, sehr oft hin. Überraschung. Den Großteil des Gebiets werde ich natürlich rausschneiden, weil wir das alles schon kennen. Auch allgemein viele der Story-Sachen, die dazwischen dann immer passieren, werde ich ein bisschen rausschneiden. Aber ihr werdet schon sehen, ein paar Sachen haben sich dann immer wieder geändert, die ich euch auf jeden Fall präsentieren möchte. Zum Beispiel ist das hier offensichtlich neu. Hänsel. Was wollt ihr? Ab, du dreckiges, krankes Schwein. Ich bin nicht wie du. Ich bin anders. Yep. Wir bekommen jetzt Szenen gezeigt, in denen wir die Stimmen der Schatten zu hören bekommen. Allgemein können wir jetzt an vielen Punkten die Stimmen der Schatten hören, was daran liegt, dass wir jetzt nämlich viele Sachen von Kainé einfach hören. Kainé kann auch Schatten verstehen. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Dadurch, dass sie Halbschatten ist. Oder ein Schatten, ja, von einem Schatten besessen wird halt. Und es gibt dann doch schon mal nochmal ein paar sehr interessante Einblicke auf die andere Seite des Ganzen. Wie gesagt, ich würde sagen, es geht weniger darum, dass wir jetzt die schlechten Menschen sind und jetzt etwas Falsches gemacht haben. Das ist nicht der Punkt wirklich, sondern beide Seiten haben halt irgendwie ihre Gründe. Und beide Seiten machen nicht unbedingt das, ja, gehen nicht unbedingt am sinnvollsten damit um, vielleicht. Ja. Aber das wird dann jetzt hier im Laufe der Zeit immer und immer weiter. Was eine unfassbar interessante Idee ist, um ein, ja, im Prinzip ein New Game Plus zu nutzen. Denn es ist wirklich nicht wie in Nier Automata, das habe ich ja schon gesagt, dass es hier jetzt großartige Fortsetzungen der Story gibt oder so, dass jetzt noch krasse Sachen passieren später. Es ist wirklich nur, dass wir jetzt dasselbe nochmal machen können, danach nochmal dasselbe. Und es kommen halt ein paar neue Sachen dazu, die uns nochmal ein bisschen einen anderen Einblick auf gewisse Ereignisse geben. Also es ist im Prinzip eher ein New Game Plus als alles andere, aber ein New Game Plus, was einem halt nicht nur, was einem nicht die Kämpfe schwerer macht, die Kämpfe werden nicht schwerer tatsächlich leider, das ist wirklich schade, finde ich, aber was einem halt neuen Story-Content gibt. Du schon wieder? Hör auf mich zu nerven. Grimoire Weiss wurde verschleppt. Hänsel ist tot. Für mich gibt es keinen Grund mehr weiterzuleben. Mein Leben ist am Ende. Lass mich einfach in Ruhe. Was? Ich? Ja, wir haben seinen Bruder ermordet, tatsächlich. Ist halt so schön, dass man das halt direkt in der ersten Szene, wo man die bekämpft, sehen kann. An deren Gesicht ausdrücken. Als wenn wir den einen Bruder dann das Speer richtig ins Gesicht werfen und er halt weggeschmettert wird und, ja, dann tot ist. Ain't you excited, Sunshine? We finally get to bathe. Das haben wir auch jetzt. Don't talk to me. I wanna kill so bad, I can barely stand it. Ja, das kommt nämlich noch dazu tatsächlich. Einmal ganz kurz noch der Gedanke von vorher zu Ende. Man hat es total schon an deren Gesichtsausdrucken gesehen, was genau die eigentlich gedacht haben. Und es gibt. Ach ja, ich muss die Schiebrätsel jetzt nochmal machen, da war ja was, oh Gott. Ja, dass der eine total traurig darüber ist, dass gerade sein Bruder umgebracht wurde. Aber das hat irgendwie ein bisschen vielleicht einfach nicht so wirklich beachtet, ne? Weil man das halt so angenommen hat, dass es einfach
schön animiert wurde. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, und wir hören jetzt natürlich die Stimme von Tyrion, dem sympathischen Charakter. Es gab mehrere Stellen im ersten Durchgang, wo man gehört hat, dass keine Selbstgespräche führt. Also zumindest, wo sie einfach Sachen aus dem Nichts gesagt hat, wo man nicht wirklich verstanden hat. Warum sagt sie das gerade? Und teilweise haben sie auch Charaktere dann darauf angesprochen, von wegen, wovon redest du? Ja, das waren dann Gespräche, die sie mit Tyrion schon geführt hat, wo man halt Tyrion vorher noch nicht gehört hat. Auch sehr, 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 sehr interessant. What's with these guys? Certainly not your garden variety shades. Their bodies aren't fully functional. Say, I've heard of this. A cursed area where incomplete shades gather. Ja, wir hören nämlich auch jetzt, wie gesagt, hin und wieder jetzt die Stimmen von den normalen Schatten mal. Und keiner direkt darauf reagiert. Hier hat es auch ein bisschen Sinn ergeben, ne? Also, warum sie das gesagt hat, wenn sie sich die Schatten so anguckt, kann sie natürlich auch kommentieren, was ist mit denen los, bla bla bla. Dadurch ist es jetzt noch niemandem so wirklich aufgefallen. Aber ist schon cool, jetzt nochmal da ein bisschen mehr Kontext dafür zu haben, was keine eigentlich ganz geredet hat, weil sie offenbar wirklich Sachen gesagt hat, die man so jetzt nicht wirklich verstehen konnte. Die einfach so komplett aus dem Nichts kamen. Ich habe euch alle schlecht behandelt. Ich habe euch verspottet, euch betrogen. Alles nur, weil ihr Gestalt angenommen habt, bevor der Wandel abgeschlossen war. Aber nach allem, was passiert ist, denke ich, dass ich euch verstehen kann. Ich denke, wir können auf Augenhöhe miteinander reden. Das macht mich sehr glücklich. Ich hoffe, wir können den Rest unseres Lebens gemeinsam... Was war das? Ja, was war das bloß für ein Geräusch, ha? Sind wieder etwa noch in Nähe gekommen? Ja genau, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Gestalt angenommen, bevor die Transformation abgeschlossen war. Die Gestalten waren halt irgendwie, die waren halt vorher gar nicht die ganze Zeit da. Diese Schatten sind ja jetzt gerade erst aufgetaucht vor einigen Jahren oder sowas. Ich weiß nicht genau, vor wie langer Zeit. Aber es wurde auch wieder angesprochen, dass die Schatten jetzt erst hier im Land übertreiben. Why? I can't accept that you aren't allowed in the village. Und it's stupid. Ja, das wurde halt gemacht, das ist halt passiert zu dem Zeitpunkt, als die Legion ausgelöscht wurde. Also die ursprünglichen Wesen, die auch so wie Schatten aussahen. Die sahen ja nicht beide gleich aus, waren halt verschiedene Dinge. Und in dem Moment wurden sie halt wieder, freigelassen. Aber da die Replikanten zu dem Zeitpunkt bereits, ein eigenes Bewusstsein entwickelt hatten, hat das halt nicht funktioniert mit Transformation und somit sind da einfach so frei umhergelaufen. Das war eigentlich nie vorgesehen, dass die irgendwie hier als eigene Lebensform hin und her laufen würden. Quasi, genau. Das war schon Teil des Fehlers von vornherein. Na gut. Ja, jetzt wissen wir auch, warum hier die ganzen kleinen Viecher nicht umherlaufen. Das habe ich damals noch so, ich wusste das natürlich, ich habe es aber so, weil ich ein lustiger Typ bin, ein bisschen hinterfragt. Von wegen her, warum sind jetzt das die großen Wachen am Ende, hä? Die kleinen Viecher. Ja, das sind die Freunde von, wer war es jetzt, Hänsel oder Gretel? Das waren ja jedenfalls die beiden. Das sind jedenfalls seine Freunde, die ihn beschützen wollten. Aber daraus wird wohl nichts. Was auch immer du sagst, was auch immer du sagst. What's going on? There's dozens of them. Ja, wir sind wirklich zu stark für euch. Oh Mann. Lure them to the light. Er will eigentlich, dass sie abhauen. Aber sie beschützen ihn trotzdem, auch wenn sie keine Chance haben. Ja, zumindest emotional, aber was die Körperstärke angeht, bist du auf jeden Fall der Anführer. Ja, wir können dich leider nicht verstehen. Oh,
I'm gonna start crying. Immerhin einer versteht nämlich das Ganze. Und keiner halt auch, was auch nochmal viele Fragen aufwirft, ne? Foolish creatures. You cannot hope to best me. Weil keine ist ja dann die, die doch am ehesten überhaupt schuld für das ganze Trick, weil sie versteht, was wir tun. Wir wissen es nicht. Wir denken, Schatten sind wirklich nur irgendwelche komischen Monster, die wir halt einfach so niedermetzeln können ohne Probleme. Aber sie weiß es eigentlich. Sie weiß eigentlich, dass sie Emotionen haben, Gefühle, dass es echte Menschen sind. Aber trotzdem macht sie nichts dagegen, was wir hier tun. So. Man muss aber ein bisschen aufpassen, man muss halt immer erstmal warten hier jetzt in der B-Route auf jeden Fall, bis alle Dialoge ausgelaufen sind, weil sonst kann man sehr schnell die Gegner besiegen, bevor man eigentlich alles gehört hat, was es jetzt an neuen Dialogen gibt. Have you felled the beast? This is one stubborn son of a bitch. Damn it, damn it, damn it! Hey there, sunshine. You ain't feeling bad for this freak, are ya? Das Wort Freak dafür zu verwenden, einfach. Ouch. Embrace the slaughter. All we know is the thrill of battle. Ain't that right, Kaine? Weiß nicht, ob es nicht eher nur dir so geht. Zumindest in erster Linie dir. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts. Aha, nein, das sollte alles gewesen sein, hoffe ich. Es geht dann viel zu schnell. Immer noch so tiefer reinrutscht beim Runterfallen, ne? Ja, Tyrion. Sieh mal zu, wie du das noch wieder flickst. Ja. Kann leider nichts mehr machen. Wir können ihn nur noch schlagen. Ja, so geht's uns auch. Wir sind auch alle unvollkommen, aber wir haben Freunde. Tolle Freunde. Ich habe ein fliegendes Buch. Ich habe Emil, der fliegt auch. Und ich habe keine, die liegt auf dem Boden und verblutet. Ja, ich lässt das gar nicht mehr weitermachen, leider. Aber auch so deprimiert, ne? Also keine Ahnung. Vielleicht wegen keine, ja, aber irgendwie eher. Als hätte er schon das Gefühl, dass er irgendwas Falsches gemacht hat, aber ich glaube nicht. Also, als würde er. Nein, er hat kein Mitleid. Er hat nie Mitleid. Auch nicht, als er es am Ende zumindest so halbwegs realisiert hat. Was die Gestalten eigentlich sind, die Schatten eigentlich sind. I fear there is little we can do for her. No! Keine! What is happening? It's all over for you, sunshine. Kaine! Kaine! Sie jetzt endgültig übernommen oder was sehen wir hier gerade, ha? It's Kaine's shade. We've no other choice. We must strike it down. Ich bin dabei, aber oh Gott, Scheiße.
Das war nicht Absicht, ich habe nur vier gedrückt. Oh dear. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Keine! 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 Ja, ich glaube, das war's hier im Prinzip. Außer Tyrion meldet sich gleich nochmal zu Wort. Ja, das ist jedenfalls der erste Abschnitt gewesen grundsätzlich. Das werden wir jetzt noch in den anderen, an den anderen jeweiligen Orten ein bisschen bekommen. Sowas ähnliches zumindest. Die Stimmen der Schatten hören, sehen, was es mit deren Backstory noch so auf sich hat. Und das hier war wirklich noch ein langsamer Anfang. Also da kommen noch wirklich schlimmere Sachen. Eindeutig schlimmere Sachen. Das war ein ganz entspannter Einstieg mit dem Typen, der einfach ein bisschen einsam war und bla bla. Und dessen Freunde wir jetzt abgeschottet haben. Das war noch annehmbar, würde ich sagen. Würde ich mal gucken, wie viel wir denn jetzt pro Folge machen. Aber ich denke, wir können das relativ schnell abarbeiten, weil ich jetzt relativ viel schneiden werde. Also das ganze Gameplay werde ich eigentlich rausschneiden an sich. Also zwischen den neuen Dialogen und den neuen Szenen und ja, außer die Bosskämpfe halt vielleicht. Deswegen sollten wir da eigentlich relativ viel pro Folge schaffen, denke ich. Das sollten jetzt, sagen wir noch zwei, vielleicht höchstens drei Folgen noch für die Route. Und dann gehen wir, ich denke, wir machen einfach die Reihenfolge wie beim letzten Mal an sich. Also fangen wir wieder an mit dem, was war's denn jetzt? Mit dem Schrotthaufen beim nächsten Mal. Und machen dann, wir machen vor allem diesmal die Sidequests auf jeden Fall. Die Sidequests von dem, Bootfahrer mit der roten Tasche. Die werde ich diesmal nicht verpassen. Ich weiß, was ich machen muss, das sollte eigentlich relativ schnell gehen, denke ich, die Sidequest. Ja, das ist beim letzten Mal ein bisschen blöd gelaufen vielleicht. Also, fangen wir an mit dem Schrotthaufen. Aber das dann erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann da direkt wieder. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den Rest des zweiten Durchgangs. Und was es hier noch so für kleine Twists und Turns in den einzelnen Stories zu erleben gibt. Bis dahin. Ciao.